Am Freitag gegen 23 Uhr ist es zu einem Brand in einer Einzimmerwohnung in der Esslinger Straße in Wernau gekommen. In dem Gebäude befinden sich mehrere kleine Wohneinheiten. Ein Zimmernachbar hörte den Rauchmelder und stellte den Brand in einem Zimmer im vierten Obergeschoss fest. Nach einem erfolglosen Löschversuch verständigte er die Rettungskräfte. Eine Polizeistreife, die zuerst am Brandort eintraf, fand in dem betroffenen Zimmer den 39-jährigen Bewohner, der sich zunächst weigerte, die Räumlichkeiten zu verlassen. Er wurde durch die Beamten aus der Gefahrenzone gebracht. Die Polizeibeamten konnten daraufhin mit einem Feuerlöscher den Brand weitestgehend löschen und damit Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr Wernau, welche mit 3 Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort kam, löschte dann das Feuer vollständig. Durch die starke Rauchentwicklung war das gesamte Gebäude stark verraucht und musste durch die Feuerwehr belüftet werden. Der 39-Jährige sowie 3 Zimmernachbarn wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Alle konnten nach einer Untersuchung die Klinik wieder verlassen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.